So, und nachdem der Motor von der Freewind geweint hat, und zwar Öl ausgeronnen ist, und das war hier, das ist der Getriebeausgangssimmerring, hat es mir immer wieder das Öl herausgedrückt. Also zuerst war der Simmerring kaputt und ich habe ihn gegen einen neuen getauscht, und dann hat es mir, weil der natürlich sehr gut dicht gehalten hat, hat es mir den ganzen Simmerring auf einmal herausgedrückt. Ja, und leider dürfte am Zylinderkopf irgendwas sein. Es baut einen sehr hohen Öldruck auf, aber nicht wegen der Ölpumpe, sondern ich denke, dass der Zylinderkopf einen Harris hat und genau in die Ölleitung hinein bläst. Denn das Öl kommt von unten, geht über den Ölfilter, der sitzt hier, geht hier hinaus, über den Ölkühler, wieder hinein, schmiert die Nockenwellen, kommt hier raus, geht dann auf eine Sammelleitung, die einmal hier und einmal hier hingeht, sich verteilt, und die einmal das Ausgangswellenlager schmiert und hier zur Kupplung und zur Kurbelwelle geht. Aber hier geht es eher zur Kurbelwelle. Ja, und ja. Jedenfalls dürfte der Zylinderkopf etwas haben, denn wir haben ganz leichten Ölaustritt beim Auspuff. Das heißt, irgendwo ist er gerissen, undicht, und bläst wahrscheinlich genau ins Öl hinein. Und das hat ihren Öldruck aufgebaut. Und natürlich auch das Öl komplett schlecht gemacht, indem das wie ein Kautschuk ganz zähflüssig war. Jetzt zerlegen wir den ganzen Motor und machen eine Motorrevision, und dann kommt er wieder hinein. Und wenn das erledigt ist, dann läuft er wieder wie am ersten Tag. Soweit dazu, halte ich auf dem Laufenden. Jetzt geht es eigentlich daran, den komplett zu zerlegen. Und da ich ja jetzt keinen Fahrbahnuntersatz habe, werde ich noch schnell den Moller herrichten, damit ich in der Stadt mobil bin. Weil öffentlich fahren ist nicht meins. Also Leute, oben bleiben. See you. So, wie ihr sehen könnt, Ventildeckel ist schon herunten. Hier geht der Deckel inklusive den Kipphebeln ab. Wie ihr hier sehen könnt, sind hier die Kipphebel für die Ventile drinnen. Das heißt, hier drückt die Nockenwelle an, und hier herüben drücken die Zapfen, die Schraubzapfen auf die Ventile. Ihr müsst aufpassen, ihr müsst den Ventildeckel herunternehmen, die kleinen, denn da sind jeweils noch eine Schraube drinnen versteckt. Und das schaut dann so aus: zwei Auslassventile, zwei Einlassventile und die Nockenwelle. Ich habe es jetzt auf OT gestellt. OT ist oberer Todpunkt, das heißt, wenn der Kolben nach oben geht, kurz bevor die Verbrennung einsetzt, ist hier sogar gekennzeichnet durch den weißen Punkt. Und was wir hier haben, ist die Kompressionsschaltung, wenn mich nicht alles täuscht. Aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. So, jetzt Nockenwelle raus. Nockenwelle rauszunehmen, müsst ihr den Kettenspanner rausnehmen. Wenn ihr den Kettenspanner draußen habt, könnt ihr die Nockenwelle aushängen und die Steuerkette mit einem Draht
nach vorne spannen oder irgendwo hinhängen, dass sie euch nicht durchfällt. Was bei mir aber egal ist, weil ich den ganzen Motor zerlegen muss, außer ich sehe schon beim Zylinderkopf, dass etwas defekt ist. Und wie bekommt ihr die Steuerkette herunter? Das geht ganz leicht. Ihr macht diese Schraube hier auf. Wie ihr seht, geht die durch und darauf ist der Kettenspanner. Der sitzt da drauf. Das heißt, ihr schraubt den auf, haltet mit einer Zange oben den Kettenschleifer und Spanner, zieht dann die Schraube heraus und zieht den Kettenspanner heraus. Dann könnt ihr in Ruhe die Steuerkette runternehmen, weil ihr Platz genug habt. Nockenwelle ausgehängt bzw. rausgenommen. Ihr müsst es aufschrauben. Dann könnt ihr das dann nach oben in diese Ausnehmung hineingeben, die Nockenwelle herausnehmen und das Zahnrad von der Steuerkette runternehmen. Das ist eigentlich alles. Damit man dann wieder weiß, wie es drauf gehört, einfach draufschrauben. Aufpassen, diese Plättchen muss man dann beim Zusammenbauen wieder auf die Schraube drauf klopfen, damit sich die auf keinen Fall losdrehen. So, wir machen jetzt den Zylinderkopf auf. Das sind hier oben zwei Innen-, zwei Außenschrauben. Und aufpassen müsst ihr, es sitzt auch hier ein Schrauben oder eine Mutter und auf der Vorderseite hier unten. Und wenn ihr die vergesst, habt ihr einen kaputten Zylinderkopf, beziehungsweise meiner ist schon kaputt, aber trotzdem. Ihr könnt euch auch den Zylinder bzw. die Kühlrippen hier kaputt machen. Gut. So, jetzt haben wir ein Ventil heruntergenommen. Die Ventilkapsel dürften noch in Ordnung sein. Wie geht das? Ihr braucht dieses Werkzeug dazu. Das ist ein Ventilausdrücker. Dann könnt ihr auch die kleinen Halbmonde oben, die hier drinnen sind, und die Feder halten, herunternehmen und dann habt ihr hier das Ventil und das ist die Ventilschaftdichtung. Da darf kein Öl durch. Die ist aber noch gut und jetzt schauen wir noch die anderen durch. Scheint so, als wie wenn die Zylinderkopfdichtung undicht gewesen wäre. Und da ja der Zylinderkopf über den Zylinder ölgekühlt ist, hier sieht man das, das sind die Ölbohrungen. Hier sieht man es auf der Unterseite. Hier ist eine und hier. Und über die erfolgt die Kühlung. Hier ist eine, auf der anderen Seite auch. Und wenn jetzt die nicht dicht ist, dann bläst der Verbrennungsraum in diesen Gang hinein und erzeugt zum Öldruck noch einen Überdruck. Und das kann auch der Auslöser gewesen sein.